Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt's ein Paint 3D Infovideo. Whatever, keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Weil irgendwer hat es in die Kommentare geschrieben. Mach mal ein Paint 3D Beschreibungsvideo. Oder so. Ja. Machen wir heute und let's go. Also, als erstes, es gibt den Pinsel. Dann könnt ihr so zeichnen. Allerdings, wenn ihr auf 3D-Ansicht geht. Hier. Das ist flach. Das ist kein 3D-Modell. Oh, warum steht bei mir? Es können Leistungsprobleme vorhanden sein. Ja, okay, wahrscheinlich. Ja. Gut. Also, das ist halt ein Pinsel. Wenn ihr irgendwas anmalt, dann wird es ja auch nicht dreidimensional. Sondern es ist ein zweidimensionaler Pinsel. Ihr könnt dann auswählen. Da habt ihr den Textmarker, einen Kalligrafiestift. Kalligrafiestift ist immer dumm. Dann Pinsel habt ihr. Ja, mir mag ich nicht so. Dann Wasserfarbe. Auch kein Fan davon. Also ich nehme halt wahrscheinlich meistens den Text. Weil ich male gar nicht so viel. Mein 3D-Modell. Dann den Stift. Ein bisschen wackelig. Dann den noch einen Stift. Also das war Pixelstift. Dann Radierer. Gut. Radierer ist unersetzlich. Und jetzt auch noch so ein Buntstift. Ja, gut. Sieht eher aus wie ein Wachsmalstift, jetzt mal ehrlich. Und dann noch sowas. Was ist das? Also so eine Spraydose. Und natürlich das. Bam. Wenn ihr mein Grogu-Video gesehen habt. Hey, hey, damit kann man ja richtig coole Sachen machen. Geil. Cool. So, wenn ihr mein Video zu Grogu gesehen habt, zu dem 3D-Modell von dem, da habt ihr wahrscheinlich auch gesehen, dass ich den Hintergrund blau gemacht habe, damit ich sozusagen als Greenscreen benutzen kann, beziehungsweise als Bluescreen halt in dem Fall, ist mir aber, musste ich halt noch nie machen. Dann gibt es hier den Verlauf und dann können wir von neu starten. Das ist praktisch, wenn man richtig viel versaut hat. Dann hier, 2D-Formen. Ja, so passt. Gehen wir auf 3D-Ansicht. Das ist wieder nur 2D. Denn wie gesagt, wenn ihr etwas zeichnet, dann wird es nicht auf einmal dreidimensional. Glaubt mir. Denn das sind sozusagen nur 2D-Formen. 2D. Wir wollen hier ein 3D-Modell machen und dazu gehen wir zu den 3D-Formen. Hier gibt es den Basic-Würfel. Gut. Und damit könnt ihr halt... Also, ihr habt hier... Die bereits fertigen 3D-Modelle. Die Objekte meine ich. So. So, entfernen. Also, ihr habt hier Würfel, Kreis, Ball meine ich. Halbkugel. Ein Kegel, eine Pyramide, ein Zylinder, eine Röhre. Eine Kapsel, einen gekrümmten Zylinder. Und ein Donut. Oder halt Ring, wie das Programm es nennt. Und dann gibt es noch fertige 3D-Modelle. So einen Jungen zum Beispiel. Ist ja viel zu aufwendig, ihn selber zu machen. Ist es wirklich. Dann ein Mädchen. Sieht aus wie, sieht ein bisschen aus wie dieses Miss Fantastical oder so. Die Elastica aus Fantastic... Nee, nicht aus Fantastic Four. Sondern auch halt aus diesen... Wie heißen die? Die mit dem Rufzeichen auf der Brust. Okay, wir nehmen auch zwei. Das ist ein Hund. Davon gibt es auch ein fertiges 3D-Modell. Eine Katze. Auch fertiges 3D-Modell. Und ein Fisch. So viel... Ich bin auch kein Experte drin. Ah, stimmt. Hier gibt es auch noch die 3D-Bibliothek. Ich weiß gar nicht. Ist das Copyright? Ich will es lieber nicht riskieren, auf jeden Fall. Also hier habt ihr halt... Dann kann das überhaupt Copyright sein? Ja, ich kenne mich da nicht aus. Da gibt es halt jede Menge solcher 3D-Modelle bereits fertiger. Mit fertigen Animationen. Apropos Animationen. Ich glaube nicht, dass man hier 3D-Modelle animieren kann. Dafür ist Blender halt... Ja, dafür ist halt Blender. Dann kann man hier 3D-Skizzen machen. Und zwar, es gibt sowas. Das heißt man halt schon direkt mit dem Teil.
wie ihr gesehen habt, da gibt es auch ein Limit. Ja, ist irgendwie komisch. Also, keine Ahnung. So. Dann das. Ein, hier zeichnet ihr halt so. Und hier gibt es zu viel. Ich weiß gar kein Limit. Ah, verdammt. Ja, ich habe keine Ahnung, was das ist. Allerdings, seht ihr, da die Ansicht. Hier. Es ist sozusagen weich, die Kanten. Die Kanten sind weich. Weil das ist der weich, hier weiche Kanten. Hier gibt es ja noch scharfe Kanten. So. So, ich habe irgendwie versucht, einen Mandalorianer-Helm zu machen. Gut. Ah, verdammt. Gut, so, fertig. Ja, das sieht schon etwas anders aus. Ich stimme euch zu. Ich habe keine Ahnung, warum das auch so aussieht. Ist aber auch egal. So, das waren dann sozusagen die ganzen richtigen Modelle, was man machen kann. Dann sagen wir mal, so, machen wir ein... was machen wir? Machen wir ein... können wir das? Ja, können wir. So, wir machen so einen Zylinderhut. Wir machen ihn violett für Zombie. So irgendwie. Nee, ich glaube, etwas breiter muss es sein. Und etwas niedriger. Keine Ahnung! Es sind immer verschiedene Zylinder auf verschiedene Artworks. Ich habe keine Ahnung. Jetzt was wo richtig ist. Was aber auch wahrscheinlich gar nicht so leicht ist. Denn gut. Ich meine, es gibt halt keine safen Informationen. Ja, noch eins. Aber jetzt so eins. Ihr seht, man kann sie halt so verschiedene Formen bringen, wie zum Beispiel in sowas. Ja, kann man auch. Das ist ein Zylinder. Also ja, das ist ein Zylinderhut, den ich gerade hier versucht zu machen. Ja, gut. Schlecht. Ja, gut. Schlecht. Auf jeden Fall gute Konversation. Ja, ein Zylinderhut. Für Zombie. Alter, warum laggt meine Kamera gerade so? Oder? Okay, doch nicht. Ja, dann können wir noch... wie machen wir das? Okay, ja, halt so ein Zombie-Zylinder. Hut. Ja, laggt voll irgendwie. Okay, wahrscheinlich, weil es halt ein 3D-Modell ist. Und gut, ein 3D... Ja, hier gibt es übrigens auch Texturen. Wenn man jetzt einen... Ja, einen Holzhut kann man sich hier machen. Oder einen Steinhut. Es gibt vorgefertigte Texturen, allerdings kann man halt auch welche hinzufügen. Sie werden Aufkleber genannt, warum auch immer. Ja, sowas mag ich mehr. Wobei, das ist halt eher useless irgendwie. Weil, gut, wer braucht schon irgendwo einen Stern? Hier, die Augen habe ich auch schon ein paar Mal verwendet. Ja, gut. Ein bisschen groß. So, wir machen hier jetzt was. Ganz kleine Augen auf dem Zombie-Zylinderhut. Nein, warum so groß? Hier natürlich funktionieren auch jetzt Steuerung C, Steuerung V. Ja, okay, komm, wir machen die... Oh, nein, nein, nein. Okay, doch, gewonnen. Nein, ich will die Augen. Okay, man kann die Augen anscheinend nicht umplatzieren. Schade. Und zwar, wir machen jetzt die Augen irgendwie... Nein, nicht so groß. Höher. Also ungefähr auf die Höhe. Ja, dann machen wir Steuerung C, Steuerung V. Okay, klappt anscheinend doch nicht. Anscheinend klappt das nur mit 3D-Modellen. Wusste ich ja selber auch nicht. Ah, warum so groß? So ungefähr? Wahrscheinlich, ja. Und jetzt noch irgendein Smiley.
ein bisschen kleiner. Ist denn, weil Paint 3D ist halt eine perfekte perfekte Software für 3D Software, um halt so richtig ins 3D Modellen reinzukommen, weil gut, ich meine, ist halt ziemlich leicht die Software und perfekt für Anfänger. Ja. Also, falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.